bin Brigitte Zörner-Nafia, ich bin die Herausgeberin dieses Projekts Easy Illustration und ich freue mich darauf, Ihnen in meinem ersten Tutorial einige Tipps und Tricks zu verraten, wie Sie am besten mit den Vorlagen für Modefigurinen umgehen und für Ihre eigenen Zwecke einsetzen können. Hier ist nun Ihre Demo-Version im PDF-Format. Die können sich downloaden oder haben sich vielleicht schon downgeloadet. Kommen wir zum Kern der Sache, dem Baukastensystem, was hier auf Seite 2 abgebildet ist. Ich habe die Demo-Version in ein Grafikprogramm importiert, hier in Corel, und den Baukasten schon mal auf eine Extra-Seite kopiert und hier die erste Figurine zusammen kopiert, schon fertig. Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach neue Positionen hinbekommen. Und zwar mit wenigen Klicks. Fangen wir an. Tauschen diesen Kopf aus, ersetzen durch den. Wir nehmen Arm weg und ersetzen ihn durch diesen hier. Und haben eine neue Pose. Können auch das Bein entfernen, so genau positionieren. Voilà, eine neue Figurine ist entstanden. Wir gruppieren sie am besten mit Ctrl und G, damit sie nicht wieder auseinanderfällt, und kopieren sie hier an die Seite. So, ganz einfach mit dem Drag-and-Drop-Verfahren können Sie hier die einen Beine entfernen und die anderen hinzufügen, die Arme austauschen, kann diesen Arm heransetzen, der ist nach hinten gerutscht. Wir machen einfach Shift und Bild auf, dann kommt er wieder nach vorne. Wir können auch den Kopf austauschen durch diesen hier, Kurzhaarfrisur. Wir sehen, es ist auch nach hinten gerutscht. Mit Shift, Bild auf, kommt er nach vorne. Und noch ein bisschen positionieren, den Arm ein Stückchen höher setzen. Ganz easy, per Drag and Drop können Sie neue Figurinen gestalten. Mit wenigen Mausklicks die neue Position. Gruppieren wir am besten, damit sie nicht wieder auseinanderfallen, mit Ctrl und G. Mit ganz wenigen Mausklicks stellen Sie sich hier ganz leicht eine Anzahl von Figurinen zusammen, mit denen Sie jetzt sofort loslegen können. Auf die Plätze, fertig, los! Hier ist der Kleiderschrank, eine Auswahl an Basics, die Sie im Drag-and-Drop-Verfahren auf die Figurine drauflegen können und somit Ihre Präsentation gestalten. Wir gruppieren die Figurine mit dem ersten Basic Outfit einfach mit der rechten Maustaste und sagen hierher kopieren. Und jetzt ändern wir das Oberteil. Sie bekommt einen Spaghetti-Top. Ganz leicht stellen Sie Ihre Präsentation zusammen mit wenigen Mausklicks, wie immer bei Easy Illustration, und haben sofort ein vorzeigbares Ergebnis. Falls was wie in diesem Falle jetzt hier bei dem Ärmel nicht genau passt, mit der Knotenfunktion passen Sie das an. Die Farben wählen Sie einfach per Mausklick, wie alles ganz easy. Und um die Präsentation interessanter zu gestalten, tauschen Sie einfach noch die Köpfe aus, so wirkt das Ganze lebendiger. Die Haarfarben ändern Sie mit einem einzigen Mausklick und fertig ist Ihre Entwurfspräsentation. Sie haben gesehen, wie Sie die Vorlagen für Modefigurinen ganz einfach für Ihre Designarbeit einsetzen können. Im nächsten Video möchte ich Ihnen zeigen, was noch so alles in Easy Illustration drinsteckt. Bis dahin viel Spaß und Erfolg, Ihre Brigitte Zörner-Nafia.
Sie haben gesehen, wie Sie die Vorlagen für Modefigurinen ganz einfach für Ihre Designarbeit einsetzen können. Im nächsten Video möchte ich Ihnen zeigen, was noch so alles in Easy Illustration drinsteckt. Bis dahin viel Spaß und Erfolg, Ihre Brigitte Zeuner-Nafia.